Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wir sind gerade dabei, wieder ganz leise, still und heimlich hier das die Kultisten zu töten. Frage ist gerade, oh, ich habe plus 3 Fertigkeiten, ja, cool. Achso, das hat er nicht gespeichert, okay. Wieso nicht? Bin ich gleich danach gestorben? Anscheinend. Okay. Boah, keine Ahnung. Sprengfalle. Gut, ich will den nicht hierher. Ich hab was gehört. Komm her. Was war das? Komm. Die Sonne kann dich jetzt nicht mehr retten. Egal, ist mir jetzt sowas von egal. Doch alles Kacke.
Ich hatte dich doch schon fast. War es das mit denen? Ich glaube, das war's. Oh Mann, okay. Das hätte so schnell gehen können, aber nee, der Tobi muss ja versuchen, das heimlich zu machen. Vor allem, was geil ist, das zerstöre die Behälter war ja nicht, dass ich sie sabotieren soll, sondern ich sollte sie einfach benutzen. Oh Gott. Naja, okay. Na gut, also ja, gut war's nicht. Das ist interessant, also auf jeden Fall ist es spannend herauszufinden, wie die Kreaturen jetzt beeinflussen. Also ich habe hier dieses eine Gerät von dem Ding, also von dem Destroyer oder diesem Teufel da, von dieser Krabbe. Und ja, wie haben die das geschafft? Also interessiert mich. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Geht's euch gut? Wurdet ihr gerade geklont oder was? schöne Familien. So. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir.
fertig gequatscht? Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt! Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Oder ich mach's alleine. Die Rache der Noa, eine Sucherin vor den Toren. Rede mit Maria in Mutterkrone. Zwei Dinger, dafür brauche ich drei. Okay. Gib dich zum roten Echo. Achso, habe ich jetzt. Nee. Das rote Echo ist da ganz da oben. Da ganz da unten. Warte. Wie war das? Mutters Krone. Genau, hier ist es. Kann ich ja kurz mit der Mutters Krone quasi reden. Wäre ein Pferd ganz gut. Habe ich aber nicht. Gebet nicht. Ja. Aber das geht schon. Also die Ruinen sehen schon echt cool aus. Schon echt cool aus. Wälder, Wurzeln und Stämme. Ja, das ist wahr. Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Ja. Aber erstmal rede ich mit der Maria. Bin mal gespannt, wann ich die überbrücken kann. Und was ich dafür machen muss. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. So, da bin ich mal gespannt. Oh. Aber das wird die Krone. Sieht eher wie ein Militärlager aus.
Ich wette, dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. So viele Verwundete. Manches ist es ist ein schwerer Schlag für den Stamm. Ich werde es mir merken. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Was ist... Ne? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Tja, nicht für mich. Ich bin super. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Brutstätte. Ab Stufe 5. 8. Das ist eine 8, Tori, keine 5. So, da ganz oben ist es. Okay. Hier ist sie. Sie ist eine Sucherin. Komm her, Mädchen. Lass dich mal ansehen. Die Verderbnis ist überall. Ich habe daraus gelernt. Urmutter, vergib uns. Beschütze uns. Erstmal speichern. Und dann, sie ist es. Genau, nächstes Mal machen wir hier weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.